Donnerstag, liebe Leute, eine weitere Folge Papa kocht. Heute eine Spezialfolge. Und zwar auf vielfachen Wunsch machen wir euch mal drei beliebte Asiasoßen. Und zwar geht's los mit der süß-sauren, getoppt von der Teriyaki-Soße. Und ganz zum Schluss mache ich euch heute nochmal eine geile Erdnusssoße. Ich habe schon Videos dazu, aber ihr wolltet die Rezepte noch einmal zusammengefasst. Machen wir euch. Kapitel sind unten drin. Ihr könnt auch weiter skippen, wenn ihr wegen einer anderen Soße hier seid. Aber es gibt drei Soßen. Einfach so. Haben wir noch nie gemacht, Tim. Ja? Genau. Timmy, wir fangen an mit der süß-sauren Soße. Ja. Okay, was geht da rein? 6 Esslöffel Soja. Oh, 6 Soja. Soja. Da ist es. Übrigens hier im geilen Hoffmann-Topf direkt schon. Also nicht nur Wokpfannen und geile andere Pfannen. Gutes Kochgeschirr von Hoffmann gibt es auch hier als Topf. Ja? 6 Stück, sagst du? Ja. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. 8 Reisessig. 8 Reisessig, weil ist ja süß und sauer, ist ja klar, ne? Jetzt kommt erstmal sauer. Reisessig gibt es mittlerweile überall zu kaufen. 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und ihr seht ja, ich nehme es gar nicht so super genau, aber die grobe Richtlinie muss schon sein. Ananassaft 200. 200 Milliliter. Ja, ich habe jetzt hier einfach den Saft aus der Dose genommen, ne? Also, das ist ja so gut wie Ananassaft. Ja, passt. Sehr gut. Haben wir? Tomatenmark, 3 Esslöffel. 3 Esslöffel Tomatenmark. Daher kommt nämlich diese Fruchtigkeit, ne? Und auch natürlich die Farbe, darf man nicht vergessen, ne? Also, 1, 2. Und da nicht zu wenig nehmen, ne? Sondern immer hier schön gehäufte Esslöffel. Und da ist der dritte drin. Sehr gut. Brauner Zucker, 5 Esslöffel. Natürlich muss da auch Zucker rein. Wir nehmen natürlich hier geilen Braunzucker. Egal welchen, aber nehmt nicht diesen weißen Raffinadezucker. Wie viel sind es, Timmy? 5? 5. Ja. 1, 2, 3, 4. Weil der Essig braucht natürlich seinen Gegenspieler, ne? Ist klarer Fall. Ingwer, Knoblauch, Chili. Ah ja, das machen wir jetzt auch noch. Und zwar hier über die Reibe. Ich mache den Ingwer immer einfach so, wie er kommt. Hier drüber gerieben und da könnt ihr halt irgendwie, ja weiß ich nicht, nach Geschmack, nach Gusto, wie viel wollt ihr da verwenden. Ich finde ein bisschen Ingwer da drin immer ganz gut, ist ja ansonsten irgendwie nur langweilig. Und hier, wenn du dir ein bisschen Ingwer mit reinreibst, kriegst du halt schon so ein bisschen Power drauf. So, und ihr könnt auch den Knoblauch hier drüber reiben, der ist ja direkt mit dazu. Und da kommt auf jeden Fall auch Knobi rein, ne? Das ist wichtig, weil das macht's. Wir haben ja sonst da wenig an Substanz, ne? Das ist ja einfach nur Soße. Und Tomatenmark und von daher geil. So, und dann nehme ich hier noch so eine halbe Peperoni. Wenn ihr mehr könnt, dann ist schön. Aber das hier lässt sich auf jeden Fall aushalten. Und du hast so ein paar schöne Chili-Stückchen damit drin. Die geben ein bisschen Druck und sehen natürlich auch geil aus. So, Timmy, dann kommt nachher noch ein bisschen Stärke zum Abziehen. Ne? Genau, und Salz, Pfeffer. Und Salz und Pfeffer natürlich. Ne? Aber jetzt kochen wir das alles erstmal auf. Und dann ziehen wir das zur gewünschten Konsistenz ab. So. Alles hier rein. Apropos, jetzt kommen gleich wieder Fragen. Was ist das für Messer? Das ist das geile Bernzehner chinesische Kochmesser aus einer chinesischen Manufaktur mit Logo drauf. Der Link steht unten in der Beschreibung. Es könnte aber sein, dass das aktuell ausverkauft ist. Aber wir sind dran und werden nochmal welche machen lassen. Also, je nachdem, wann ihr das Video seht, es lohnt sich einmal unten drauf zu klicken und zu schauen, ob noch was da ist. So, dann kochen wir das hier auf. So sieht es übrigens jetzt aus. Guck mal, sieht doch schon geil aus, oder? Riecht gut. Riecht gut, ne? Ja. Alles drin, was muss. Ah ja, gut, aufkochen, sehen wir uns gleich wieder. So sieht das Sößchen aus, wenn es kocht. Geil, gell? Bombige Farbe. Ich habe gerade schon mal so ein bisschen probiert. Ist auf jeden Fall. Ja, schmeckt einwandfrei, wirklich geil. Ich verzichte darauf, jetzt hier Salz und Pfeffer reinzumachen. Ich finde, die passt so, wie sie ist. Ja, ihr könnt dann selber noch mal ein bisschen rummachen, aber ich sage euch, passt schon. So, Ananas aus der Büchse in Stücken. Ich mache jetzt hier mal so 3 große Esslöffel mit rein. Ihr könnt natürlich, wenn ihr mehr wollt, mehr reinmachen. Ne? Also das steht jetzt, das ist nicht festgeschrieben. Ne? Und die Ananaspolizei ist auch nicht da. Also von daher, macht was ihr wollt. Jetzt ein bisschen Stärke. Konsistenz ist schon okay. Schau mal hier. Also die ist einfach noch zu dünn. Ne? Ihr seht so, die hat nicht diesen geilen, wie heißt denn? Diese Cremigkeit, die sie braucht. Ne? Deswegen nehme ich hier noch ein bisschen Ananassaft mit ein bisschen Wasser. In einen fetten Esslöffel Stärke. Dann rühren wir das hier auf. Und dann ziehen wir das zur gewünschten Konsistenz ab. Und dann tröpfchenweise reingeben. Und dann schaut mal hier, kriegen wir auch schon
ganz schnell die richtige Konsistenz zusammen. Und immer schön langsam machen. Die braucht immer einen kleinen Augenblick, bis sie zieht. Ja, so. Und dann ist auch schon unsere süß-saure Soße fertig. Wie gesagt, macht die so dick oder so dünn, wie ihr sie wollt. Passt hervorragend zu vielerlei Gerichten, ob gebratene Nudeln oder. Könnt ihr überall drüber schütten. Einfach tausendmal besser als so ein scheiß Glas aus dem Supermarkt. Und guck mal, wie schnell das gekocht ist. Die Sachen kann man alle zu Hause haben. Perfekt. Hier oben nochmal ein Hähnchen-Süß-Sauer-Video könnt ihr sehen. Da passt es auch hervorragend dazu. Und jetzt geht's weiter mit Teriyaki-Soße. Jetzt sind wir schon bei Teil 2 angekommen. Und zwar gibt's die geile Teriyaki-Soße. Und ihr werdet euch wundern, sowas müsst ihr nie wieder fertig kaufen. Besteht am Ende aus 3 Komponenten, wenn du so willst. Plus ein bisschen Knoblauch, plus ein bisschen Ingwer. Und Salz, Pfeffer halt, wenn wir das noch dazu zählen. Aber ansonsten ist Soja, brauner Zucker, Mirin. Ganz einfach. Und alles zu gleichen Teilen. Ne? Wir machen jetzt hier mal, ja keine Ahnung, 5 Esslöffel von jedem. Mirin und 5 brauner Zucker. Und ihr werdet sehen, das geht ruckzuck. Ich mache hier schon mal an. So auf ganz leicht und ganz geschmeidig. Da, guck mal hier. Damit kann man auch gut Röder drin. Ne? Ist auch aus Plastik, gibt es übrigens auch bei Hoffmann. Ja, sehr gut, verkratzt deine geilen Pfannen und Töpfe nicht. Ein bisschen Ingwer gerieben. Einfach über die Reibe. Mit Haut und Haaren. So funktioniert es am besten meiner Meinung nach. Und schmeckt geil. Da haben wir das schon, guten Löffel. Dann machen wir noch Knoblauch. Schön auf die Finger aufpassen. Und dann wird es auch schon geil. Dann kannst du zum Schluss noch ein bisschen Sesam oben drauf machen oder wie auch immer. Und dann kannst du einfach dein Hähnchen, dein was auch immer mit Teriyaki-Soße machen. Und vor allem, die hält halt auch ein paar Tage im Kühlschrank. Ne? Wenn du hier den Ingwer und den Knoblauch, wenn das gleich, kochen wir das ja gut durch, weil wir das ja einkochen müssen. Und dann wirst du sehen, geht es echt ganz gut rein und hält sich auf jeden Fall im Kühlschrank auch locker eine Woche, wenn nicht sogar länger. So, und jetzt kommt das hier rein, dann kochen wir es durch. So sieht es aktuell aus. Und dann lassen wir es zur gewünschten Konsistenz einkochen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und wenn das jetzt hier anfängt zu kochen, dann schau dir, dass der Zucker da unten so ein bisschen schön sich auflöst. Und vor allem, was wichtig ist, nicht zu sehr einkochen lassen. Ja? Weil wenn sie kalt ist, nachher, wenn ihr sie kalt verwenden wollt, beispielsweise als Lack zum Lachs oder wie auch immer. Oh, Lachs, gutes Stichwort. Hier oben ist das Video, Teriyaki-Lachs. Sehr, sehr stark. Ja? Eins meiner Favorites auf jeden Fall. Schau mal hier, jetzt schäumt das hier so auf. Ja, durch Zucker und so weiter und dann lassen wir das schön runterkochen. Wie gesagt, wenn sie warm verwendet wird, könnt ihr sie ein bisschen weitermachen. Wenn sie kalt gegessen werden soll, definitiv nicht so sehr einkochen, sonst habt ihr es zu dick nachher. Ne? Aber geschmacklich ist beides vollkommen in Ordnung. Und nicht vergessen, hier nicht mit dem Finger rein, so, hier ist so viel Zucker drin, ne? Das ist eine Art Karamell aktuell, der hier kocht. Super scharf, ach super scharf, ja, super scharf ist er nicht, aber super heiß. Hot! Nein, also wie gesagt, super heiß, aufpassen, Finger. Das ist gefährlich, ne? Gut, einkochen. Und ihr seht jetzt hier, es schäumt immer noch sehr geil. Jetzt mache ich mal ganz kurz aus, damit ihr mal seht, wie es dann ist. Und nur so könnt ihr es auch kontrollieren, ne? Guck mal, ich habe den Herd jetzt aus, es kocht einfach weiter. Ne? Das spricht natürlich auch für das Kochgeschirr der Firma Hoffmann. Übrigens unten in der Infobox ist dafür die Beschreibung drin. Beziehungsweise der Link zu den Töpfen und Pfannen. Ja, seht ihr hier, ist noch immer so ein bisschen, ist noch ein bisschen zu dünn, deswegen direkt wieder an. Und wenn ihr euch geiles Kochgeschirr anschaffen wollt, hier ist nochmal Bing! Code Bernd10, kriegt ihr auch geile Töpfe und Pfanne von Hoffmann. Also wir kochen weiter ein. Schaut es euch an, so ist sie. So, jetzt holen wir die da raus. Schütten die auch hier in so ein Schüsselchen. Und dann geht es weiter mit Erdnusssoße. Und schon sind wir beim dritten und letzten Part. Es gibt Erdnusssoße und zwar die schnelle, gute Variante. Ich habe hier Erdnussbutter. Da gehen rein, Timmy? 3 Esslöffel. 3 fette Esslöffel. Da nehme ich immer die Crunchy-Variante. Für mich auf jeden Fall die geilste. Marke, seid ihr vollkommen frei. Und denkt dran, ihr müsst ja nicht so geizig sein hier mit der Erdnussbutter. Erdnusssoße kommt von Erdnüssen, ne? Also von daher seid ihr da gut aufgehoben. Wenn ihr ein bisschen mehr macht, kein Problem. So, wie geht's weiter, Timmy Boy? Sambal Oleg, 1 Esslöffel. Sambal. Erdnusssoße ist normalerweise nichts Süßes, ne? Die hat normalerweise Chili-Druck. Aber wir machen es ein bisschen, na, wie soll ich sagen, hier... Bisschen Sambal dazu, dann ist schon okay. Ne? Aber was wir auf keinen Fall wollen, ist so eine rein süße Soße, sondern paar auf die Schnauze. Okay? Reisessig, 1 Esslöffel. 1 Esslöffel Reisessig, gut.
ein bisschen Säure kümmern wir uns über den Reisessig. Und Fischsoße ein Teelöffel. Yeah. Fischsoße einen Teelöffel. So, dann machen wir hier so einen halben Esslöffel einfach. Leute, machen einen halben Esslöffel. Das bringt's, ne? Das bringt's am Ende. Fischsoße immer gut. So, und dann? Kokosmilch. 250 Milliliter. 250, also für einen Liter. Die cremige Variante. Genau, wichtig, cremige Variante. Finde ich ganz geil. Wir haben jetzt hier 300. Wie viel brauchst du? 250, hast du gesagt? Ja. So, lassen wir ein bisschen was drin. So. Und die geröstete Erdnüsse. Genau, geröstete Erdnüsse habe ich mir einfach eine Büchse geholt. Ihr könnt die auch selber rösten, aber einfach eine Büchse geröstete Erdnüsse ab in Mörser und dann hier gleich gemörsert. Ne? Aber vorher rühren wir uns das hier mal glatt und machen dabei schon mal den Herd an. Und ihr werdet sehen, wie schnell das geht. Aktuell sieht es noch aus wie ein schwerer Verkehrsunfall. Aber das wird. Das wird. Ja, die Butter löst sich auf und dann wird es einfach nur herrlich. Wir haben auch schon mal Chicken Satay gemacht, Timmy. Gell? Wir machen es hier oben mal rein. Chicken Satay, wirklich geil, wirklich, wirklich geil. Und vor allem finde ich irgendwie, haben wir damals festgestellt, dass es eigentlich keinen Sinn macht, ein Hähnchen auf den Spieß zu stecken, um es dann wieder runterzuholen. Deswegen haben wir eine Variante gemacht, ohne draufstecken. So, jetzt Schneebesen und rühren. Und dann gucken wir gleich mal, und wenn es dann noch nicht erdnussig genug ist, ne, oder zu dünn, zu dick oder wie auch immer, gibt es einfach noch einen Löffel Erdnuss rein. Wie gesagt, es depends on. Welche Kokosmilch nehmt ihr? Welche Erdnussbutter habt ihr? Und. Das sind viele Kleinigkeiten, aber die Konsistenz könnt ihr selbst bestimmen. Einfach ein Löffelchen mehr Butter rein und dann geht's ab. So, das Ding ist jetzt, schmeckt geil, Konsistenz komplett Baba. Guckt ihr es an. Perfekt, genau das, was wir haben wollen. Ja. Ich mache jetzt auf jeden Fall noch Salz rein, das fehlt ihm. Und mir ist die Farbe noch so ein bisschen zu sambalig. Deswegen gibt es von mir jetzt noch, auch wegen dem Salz, so ein Teelöffelchen Soja mit rein. Ne? Macht nochmal so ein bisschen breiteren Geschmack, gibt eine schöne Farbe und vor allem schmeckt es gut. So, dann haben wir das hier fertig. Ich habe hier gerade mal, damit ihr mal seht, wie die Konsistenz so ist. Ja, so soll es sein. Ich finde es geschmacklich auch schon geil. Geil. Erdnüsse mörsern, oben drauf. Und dann können wir auch schon Fotos machen und feiern. Gell? Ja. Fertig sind die drei wunderschönen Soßen. Teriyaki, süß-sauer und die geile Erdnusssoße. Ich bedanke mich jetzt schon fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Nachmachen. Geschmeckt haben alle Bombe, kann ich euch versichern. Also fangt was damit an, macht's nach. Abo-Box hier unten, auf jeden Fall Abo da lassen. Kostet gar nichts und schmeckt gut. Und wenn ihr, ja, wenn ihr Bock drauf habt, macht jetzt einfach einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Und kauft euch Hoffmann-Pfannen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.